man merkt, dass wir nicht drei Leute plus eins sind, sondern dass es irgendwie eine Band ist, die das da eingetrommelt hat und das eingespielt hat, eingetrommelt. Einer hat es eingetrommelt und die anderen haben auch gespielt. Ich bin die Bassistin und eine von zwei Sängerinnen bei Ivory. Vor allem fände ich es unfair, wenn man jetzt Jana auf die Rolle der Bassistin reduzieren würde, weil Jana ist so unglaublich viel mehr innerhalb dieser Band. Die Dinge, die sie tut für diese Band, sind fern jeder Schätzung. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass wir ohne Jana nicht ansatzweise so weit wären, wie wir heute sind. Was ich vor allem aber an ihr schätze, ist ihre Kreativität und ihre, ja, dass sie nicht nur Ideen hat, sondern sie auch einfach umsetzen kann. Ja, dieses wunderschöne Cover für Aurora hat sie selber gemacht. Und auch die Vorlagen für die anderen Cover hat sie selber gestaltet. Als Songschreiberin, finde ich, hat sie auch eine sehr kreative Art, mit Themen umzugehen. Ein herausragendes Beispiel in Sachen Text und Konzeption ist für mich Follow Me. Das ist der einzige Song auf dem Album, wo es nicht irgendwie eine persönliche Geschichte ist, sondern es ist eine fiktive Geistergeschichte. Die wurde inspiriert durch eine Kurzgeschichte, die sie gelesen hat. Dieser Erzählstil ist halt was völlig anderes, als sie sonst schreibt oder als wir im Allgemeinen schreiben. Den haben wir bei mir zu Hause entwickelt. Du hattest die Strophe, oder? Genau, ich hatte die erste Strophe und dann haben wir den Rest gemeinsam entwickelt. Genau, weil das war nämlich so, dass ich fand die Strophe super und daraus ist dann irgendwie so der B-Teil entstanden, dieses End and Wandering. Und dann habe ich so rumgedaddelt und dann sagst du so, ja, und so gehen wir in den Refrain. Bei mir stellten sich sofort alle Armhaare auf und es war so, Kaya, das so machen wir das. Das ist voll geil. Er ist halt der kleinen Pauline gewidmet und dadurch ist der Song für mich eben sehr, sehr persönlich. Und wenn ich den höre, dann ja, freue ich mich, dass alles gut ist. So, dann stellen Sie sich mal vor. Ich bin Christian, der neue Schlagzeuger. Wir haben die Aufnahmen hier am Access All Areas. In den Access All Areas Studios bei Nils Völker gemacht und da waren wir schon häufiger. Und das ist einfach immer total nett. Ja, und das Witzige war, dass Christian mir irgendwann erzählt hat, dass er immer so 3-4 Takes gemacht hat und dann habt ihr zu ihm gesagt, ja und jetzt nochmal ein alles oder nichts, scheißegal Take. Und dann hat er einfach gespielt und dann habt ihr jedes Mal danach gesagt, der war's. Ja. Ich fand auch, dass er sich in Songs so reingefühlt hat. Beispielsweise bei Soulmates oder so, als er dann gesagt hatte, nee, in der Strophe lass uns mal die ganzen Toms weglassen. Das reicht, wenn wir nur die Bassdrum nehmen. Das, ja, ich finde es einfach ein sehr gefühlvolles Schlagzeugspiel, was er macht. Ja, Christian spielt jetzt in Carry On das Instrument überhaupt. Das ist das wichtigste Instrument. Das wichtigste Instrument. So, Christian spielt jetzt in Carry On das wichtigste Instrument des ganzen Songs. Und das schwierigste. Und das schwierigste auf jeden Fall. Es ist die Triangel. Die Triangel, Angel. Können wir? Jo. Gibt's Essen?
sollte sich die Einfälle haben. Besser einfällen, aber. Ja. Gut, da habe ich den Apfel. Okay.